Hallihallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren schönen Folge DuckTales Remastered. Wir spielen in diesem Part die nächste Stage. Und bevor wir das allerdings machen, werde ich mal ganz kurz nochmal zum Geldspeicher gehen. Das hat nicht nur einen traditionellen Zweck, sondern ich will euch noch was zeigen. Denn jetzt können wir ebenfalls weitere Juwelen und den Rückenkratzer / Zepter des Inka-Königs Kapquack, Manco, Dingsbums da sehen. Finde ich schön. Nette kleine Details. Und wir gehen zum nächsten schönen Level, nämlich so nach Transsilvanien, in meine alte Heimat in Rumänien. Also ich komme aus Alba Iulia, aus Karlsburg, aber ja, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt nach Transsilvanien, natürlich in das Land der Vampire und der Gruselgestalten und suchen dort nach einem neuen Schatz, um uns noch reicher zu machen natürlich. Und um den Schatzsucher-Trieb von Dagobert Duck zu befriedigen, natürlich. Diese Skelette sehen für mich aus, als würden sie tanzen, so. Yeah, de, 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 oh yeah, de, 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 oh yeah. Die sehen aus, als wären sie lustig drauf. Finde ich auch sehr hübsch hier. Natürlich von Schloss Draculesti. Vlad von Vladstein. So kommen Namen zustande wie bei mir mit Skyrim mit Popel von Popelstein. We're not gonna break into this guy's house, are we? Yeah, of course not, Louis. This castle has been abandoned for centuries. Hey, look at this. The Junior Woodchuck guidebook says Drake von Gladstone was best known by his nickname Count Dracula Duck. Graf Dracula Duck, Mann! Nein, Niki. Such thing as Dracula. Right. He is right, isn't he, Uncle Scrooge? Aww. Arme Truck. Banshees and mischievous spirits are just a lot of superstitious hocus pocus. Genauso wie eine Brücke, die sich von selbst öffnet. But you better stick close to me, just in case. Gefährlich. Was ich auch geil finde, ist hier, wie die Charaktere hier tatsächlich mit Dagobert zusammenlaufen. Und die alle in einer eigenen Reihe sozusagen verweilen. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Die dann alle so mit uns zusammenlaufen. Das finde ich jetzt sehr, 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 sehr cool gemacht. Now you boys stay put and keep an eye on Wee Abigail. I'll be back with the treasure in no time. Oh, nuts. Ich glaube, das ist keine gute Idee hier. I'll be back with the coin before you can say e pluribus unum. E purple bus huum? I'm not sure that's as fast as you think it is. Besides, why should we have to stay here just because Webby's a big chicken? Yeah. Oh. Whatever's hiding out there. Also du Truck. You boys are so mean. Ja. Nein, Niki! Eine Falle! Oh no! Huey, Dewey, Louie! Will they be alright, Uncle Scrooge? Of course. Everything will be fine, my darling. Wait here and I'll be back with the lads lickety split. Oh Gott, da müssen wir uns nach den Jungs auch noch umsehen. Bleib du hier, Niki. Das ist gefährlich. Siehst du diese Faltgrube? Guck, was ich damit mache. Booyah! Das haben die Jungs nicht gehabt. Die hätten auch einen Pogo-Stick brauchen können. Was ich auch interessant finde. Mal abgesehen von dem Skelett-Tubi da. Ja! Ist das Gemälde mich tatsächlich verfolgt. Ist aber ein sehr hübsches Gemälde, muss man sagen. Diese tanzenden Skelette, einfach Hammer. Und wie gesagt, der Soundwechsel originalgetreu. Ich freue mich einfach, dass es sowas noch gibt. Mit den Spielen kann man irgendwas machen, glaube ich. Aber ich weiß nicht mehr was. Bin ja nicht mehr ganz sicher. Und auf jeden Fall sehr hübsche Leute, die von Graf Dracula. Huja! Wie gesagt, ein cooler Soundtrack, finde ich. Auch hier das mit dem
einen Prinzen oder Grafen oder wer auch immer das ist. Finde ich sehr gut gemacht. Die ganzen Bilder beobachten euch. Das ist das Hammer hier. Ganze Gefühl hier, das ganze Feeling. Ein Teil einfach so. Oh, und diese Mumien. Oh, die Mumien erinnere ich mich noch. Die sind unkaputtbar, die Teile. Außer man benutzt die Dinger und macht sie platt. Einfach Hammer. Ja, genauso kann man diese Särge hier. Bam. Kann man aufmachen. Und da sind auch Geister drin. Stimmt, das habe ich wiederum vergessen. Ich bin total verschwitzt. Ich glaube, man konnte die gar nicht platt machen früher mit dem Pogo-Stick allein, sondern musste dann tatsächlich ihre Eisenkugeln benutzen. Sie zu plätten. Müsste ich allerdings mal das Original spielen. Wie gesagt, ich habe überlegt, ob ich irgendwann mal wieder das Original spiele. Ein bisschen Nostalgie-Flair wieder reinbringen. Ja! Oh, oh, Vorsicht. Ah, überall diese Gespenster. Fieslinge. Ah, ich glaube, das ist ein Geheimweg. Ja, da war ein Geheimweg. Oh! Oh! Oh, so viele Geister! Ah, Herzcontainer! So, wie sieht eigentlich die Karte aus? Uff. Einiges zu entdecken, wie es aussieht. Was mir auch ein bisschen auffällt, ist so eine gewisse Ähnlichkeit bei der Karte, also zumindest zu anderen Spielen wie Castlevania zum Beispiel. Dass es einfach auch solche Karten gab, um sich in den großen Schlössern zu navigieren, wo man unterwegs war. Ah, das sieht auch interessant aus. A strange mirror. Ja, ein riesiger Spiegel. I wonder how much it'd fetch at auction. Da müssen wir bestimmt noch mal hin. Aber das ist wohl im Moment nicht, wie es aussieht. Oh! Ach du Scheiße, wo sind wir jetzt gelandet? Egal, wir nutzen einfach mal dieses Ding hier. Ah, an die Passagen kann ich mich tatsächlich erinnern. Die Dresin-Passagen, die waren auch sehr geil bei dem Spiel, das stimmt. Ihr seht, ich hab's mit einem Profi zu tun, ich sammle alles ein. Oh. Ah, zum Glück haben wir es gut erwischt. Oh, wo sind wir hier? Oh nein! Dame Tick! Ein Geist! Eindeutig ein Geist! Ein Geist, den wir angreifen können und der auch Hey sagen kann. Hä? Ach, das war nur ein Panzerknacker! Das war nur ein Panzerknacker! Ja, viel sowas. Stimmt, Mehl und ja, richtig. Eine Notiz. Eine Rune? Hi, lad. At least part of one. Gee, I wonder who tore it into pieces. Worry about that later. Right now. I want you to head to the front door and wait for me. I'll be back once I've found the treasure. Off you go, lad. So, tschüssi. So, das heißt, wir müssen uns jetzt wohl auf die restlichen Teile der Rune müssen wir jetzt auf die Suche machen. Na dann legen wir los, ne? Ah, noch so ein Dresin-Teil. Müssen wir rechtzeitig ducken und so. Ah, sonst kriegen wir Schaden, genau wie jetzt. Hätte ich zu Halloween, glaube ich, spielen sollen, das Spiel. Egal. Nein, also das hat schon was sehr Nostalgisches, das Soundtrack und alles. Really
So, schön geschafft. Ihr habt so einen Profi zu tun, wie ihr sehen könnt. Ah, da ist ja schon wieder Frieda. Meine Güte, was sucht die Frieda eigentlich an diesen gefährlichen Orten? Verstehst du? Egal. Hallo Frieda. So, ich komm gleich zu dir hoch. Hallo Frieda. Is that you? It most certainly is. Why, just look at all these cobwebs. This place could use a woman's touch. Ja, ich habe schon wieder meine Diät bekommen und kann mich selber essen. Geil! If you'll pardon the expression. Of course. But I'll find my own way out. Thank you very much. Ciao, Frieda. Yay, noch ein Leben. Woo! Oh! Ah, man muss sie immer. Okay. Mal auf ganz geschickt. Ja! Oh, so viel dazu. Da kommt mir das Gespräch mit Knochentrocken wieder. Von mir und Barry, glaube ich. Oh nein! Ja, Schatztruhe Nummer 1, ergattert. Ah, die kriege ich nicht, die kriege ich nicht. Die ist verloren. Aber die da kriege ich. Ha, 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 ha. Ah, ich bin ein Profi. Jungs, Mädels. Ich glaube, hier muss dann der Nächste sein. Ja, perfekt. Guck ich das mal einer an, als hätte ich das alles geplant hier. Als würde ich mich so gut auskennen, als hätte ich es gestern gespielt. Nein, habe ich nicht. Aber ich kenne mich aus, als ob. Au. Hey, fies sowas. Ja. Mehr Geld für Dagobert Duck. Ich frage mich eh, warum Dagobert Duck sich in solche Gefahren begibt, obwohl er reich ist wie Sau. Aber okay. Anscheinend steht auf die Gefahr. Ja. Ich glaube, in manchen waren auch Gespenster drin. Ein bisschen aufpassen. Oh, oder die Dinger sind runtergefallen. Irgendwas in der Richtung. Alles gut. Also den Stock, den der Dagobert benutzt, ne, das ist eine echte Faszination, was der alles machen kann damit, ne? Echt eine Faszination für sich. Muss ich da echt hin? Oh, probieren wir es einfach mal aus. Okay, ich bin jetzt da oben. Aha. Ah, jetzt sind wir hier. Okay. Also ich muss einmal nach oben. Und irgendwo runter. Das muss man dann ausprobieren. Aber hier kann ich das nicht. Ich muss hoch. Ich muss irgendwo hoch. Ach, da wo ich vorhin war, wo ich runtergesprungen bin. Aber da komme ich jetzt nicht mehr hoch. Oder vielleicht doch. Die Folge kann ein bisschen länger werden, Leute, bis ich das alles hier gefunden habe. Ah, hier war ich noch nicht. Ach doch, hier war ich doch. Ha. Ich muss hier anscheinend eh runter. Und dann ganz nach links. Aber läuft doch alles bisher sehr, sehr schön ab. Wir haben keine Probleme, keine großartigen zumindest. Hä? Oh nein, da ist unser nächster Neffe. Das ist der Trick. Und schon wieder so ein Pseudo-Geist. Und da auch noch ein richtiger Geist. Ach du Scheiße.
Ja, den Dicken haben wir platt gemacht. Gives me the heebie-jeebies. He was starting to look at me like I was lunch. Well, next time he'll think twice before scrapping with Scrooge McDuck. So sieht's aus. Speaking of scraps, he dropped this. Ah, da hat noch seinen Teil der Rune. Ah, it looks like another piece of that torn-up sorcery. Say what? A magic spell. And it's nearly complete. Just one piece left to find. If only I knew where to start looking. Well, that bungle boy did say this house has an illusion wall. Do you think he meant... Of course, a secret passage. Oh, no wonder I've been having so much trouble finding anything around here. Good lad. Now, off you go. I need you to... Wir haben einiges schon selber rausgefunden, also ist der Tipp eigentlich schon ein bisschen veraltet? Egal. Ja. So, wo müssen wir eigentlich hin? Okay, irgendwie in den unteren Geschossen. Also, los geht's! Ah, hier waren wir tatsächlich noch nicht. Aber da hinten waren wir unterwegs, da wo die Türme sind. Sagt zwar jedes Mal Diamanten, aber eigentlich sind die ja durchsichtig und silbern oder sowieso, so, irgendwie sowas. Gott, müssen wir jetzt jede Treppe hoch? Ne, anscheinend nur die ersten Reihe. Oh, das sieht aus wie der Kerker oder irgendwas. Oh, das ist böse, da will ich nicht hin. Da will ich nicht unterwegs sein. Oh, der Geist. Fiese Geister. Hier oben gibt's nichts. Okay, dann klettern wir runter. Jetzt wird's dunkel und gespenstisch. Oh. Hier passiert uns nichts. Wir haben den Pogo-Stick. Was würde Dagobert machen ohne den Pogo-Stick? Ah, da können wir nicht runter. Ah. Wie auch so geschickt springen kann, ne? Ein echtes Wunder. Ah, scheint unser letzter Neffe zu sein. Hi, Drock. Oh, der Arme. Oh, noch ein Geist. Und er hat Unterstützung von zwei Geistern diesmal. Ach du Scheiße. Wird ja langsam schwierig, Leute. Es wird ja langsam richtig anspruchsvoll. Naja, von wegen. Wir haben das trotzdem geliefert hier. Nicht so lustig, Truck. Was der wohl gemeint hat, ja? Ach, it doesn't matter. Quick, lad, see if there's a scrap of paper lying about. You mean like this one, Uncle Scrooge? Exactly. So, da haben wir alle Teile der Rune, wie es aussieht, hä? What to do? That's what I'm about to find out. Quick, lad, go meet Webby and the others at the entrance. And all of you, stay put. Okay. Dann machen wir uns mal auf den Weg, wo auch immer wir hin müssen. Oh nein, da gibt's einen Geheimgang und den habe ich übersehen. Nein! Da gibt's noch Geld und Schätze für mich. Ich hab's übersehen. Ich hab's eiskalt übersehen. Nein, mein Geld. Egal. Okay, wir kommen hier raus. Ach, dort müssen wir hin. Ich glaube, das ist sogar der Raum mit dem großen Spiegel. Dann müssen wir tatsächlich jetzt wieder dorthin. Au! Autsch. Okay,
Okay, wir gehen einmal hoch und dann ganz rechts und dann nochmal hoch. Das war, glaube ich, auch der erste Weg, den wir eingeschlagen sind. Ah! Eis. Kurioserweise Eis und Kuchen und so steigt wieder unsere HP. Ist der Dagobert Diabetiker? Das ist aber schlecht. Die geheime Story von DuckTales. So, jetzt müssen wir hier hoch. Genau. Dann haben wir da diesen Geheimgang. Ja! Genau, und da ist der Spiegel. Und da müssen wir wohl die Rune einsetzen. Watch this. Part of the spell matches the inscriptions on this mirror. Luck of the ducks. I solved the riddle. What riddle, Uncle Scrooge? Oh, warum sind die nicht da unten? Wait, I thought I told you to stay with Webby. They did stay with me, Uncle Scrooge. I'm right here. Mensch, Nicky. What a pretty mirror. Aye, lass. And if I'm right, using this spell will reveal the foul perpetrator behind all these shenanigans. Aha. Magic is happening, guys. Das ist doch diese Hexe, diese wie heißt sie? Magic at the spell. Gundel Gaukelei, ja genau. Gundel Gaukelei, die kann ich noch. Scroogey, my old friend. You wouldn't believe how much fun it is watching you run around making a fool of yourself. What? Oh, you really don't think you need ancient sorcery to find coin of lost realm, do you? No, I had Beetle Boy's hide paper scraps to throw you off trail. Why, you sneaky, conniving... Please, save compliments for garden party. What garden party? Uh-oh. Ich glaube, die hat was vor. When I get home with lost coin. So long, fools. Gee, she is very nice. You said it, Wendy. Ja, hast du recht. You kids stay here. I'm going to track down that witch and give her a piece of my mind. Oh, Dagobert macht ernst. Also Kinder, bleibt gefälligst hier in dieser Kammer voller Gefahren. Hui! Das sieht echt aus, als würde er so Hui machen. Hui! Und jetzt sind wir in einem versteckten Teil des Schlosses. Oh, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Warum bin ich hier? Warum bin ich ein alter Mann? Warum bin ich hier? Ich glaube, die Frage mit dem alten Mann könnten wir tatsächlich beantworten. Ah, da vorne scheint der Ausgang zu sein. Hallo, ist hier jemand? Oh, da ist ja die Gundel. Nix da, das ist unsere Münze. Hey, wo ist sie hin? Oh, wow, wow, wow. Die kann ja tatsächlich zaubern. Habe ich vergessen, dass sie das kann. Ich dachte, die war einfach nur eine Trankbauerin. Achso, ja, die kann... Der Au! Okay, jetzt auf zu dem Thema. Komm her! Oh Gott, ja, die kann sich ja auch noch verwandeln, die Frau. Oh shit! Ich kann ja wirklich zaubern. Bam! Boom! Eigentlich schlagen wir uns gar nicht mal so schlecht. Also abgesehen von diesen Feuersäulen-Dingsbums da. Das ist gefährlich. Nix da. Hier, einen auf die Fresse kriegst du. Boom. Auf die Fresse, Genosse. Doch keine Chance. Oh ja! Die hat aber ganz schön viel eingesteckt dafür, dass sie eine alte Frau ist, eine alte Hexe. Aber ich habe wieder ein Leben, wieder ein Herz bekommen. Gefährlich. How did you know? I didn't get to be number one by Black and Doom.
Ihr habt keine Ahnung, wie stark ich bin. Ich habe einen Pogo-Stick. Wenn ihr einen Pogo-Stick hättet, wäre ich auch mächtiger. So, ich hab's geschafft, glaube ich. Ja, ich habe gewonnen. You haven't seen last of magic of the spell. You may have coin of lost realm, but your number one dime will soon be mine. Und weg ist die freche, fiese Gunde Gauklei. Wir haben die Münze. Das war ein verrücktes Abenteuer in Transsilvanien. Das alles nur für eine Münze. Naja, gut. Ist ja auch eine besondere Münze. Das ist eine Münze des verlorenen Königreiches von Transsilvanien. Von Graf Dracula Duck. Ich finde eh so geil, wie viele Parallelen es immer wieder gezogen werden zum realen Leben. Ah, jetzt haben wir über 5 Mille, Alter. Wir sind richtig reich. Reich sind wir. Na, wer weiß. Folks like her have a way of popping up at the most inconvenient moments. Ja, das ist wahr. There's no such thing as a convenient moment. Too true, Louis. Now then. Wie gesagt, ich finde die Dialoge und die Synchro finde ich eigentlich recht gut gemacht. Alles sehr, sehr schön mit Liebe zum Detail. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann in dem Sinne im nächsten Part wieder bei DuckTales Remastered und werden uns zum nächsten kleinen Örtchen begeben. Ich weiß gar nicht mehr, was es wird, aber das werden wir dann sehen. In dem Sinne, bis zum nächsten Part. Macht's gut und ja, wenn ihr eine Münze haben wollt, dann geht einfach mal Geld wechseln und so. Ich glaube, das ist, da müsst ihr nicht extra nach Transsilvanien, das ist einfach, ach. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.